Einsatz und auch die Steuern natürlich von Mini, oder? Dass er in der Lage ist, die Füße auch für uns da zu steuern, je nach Situation, oder je nach Boden, was die was so eine Geschichte oder da. Ganz wichtig, dass wir einen Fachmann haben in der Hufbearbeitung hier, der das wirklich ein bisschen beurteilt, nicht einfach ein Eisen drauf macht und Schluss, sondern ein bisschen schaut, wie geht das Pferd, wie bewegt es, wie steht es auf dem Boden. Und beim Limau haben wir auch eine Fehlstellung, das heißt, er fußt nicht schön plan auf dem Boden auf, sondern ist so ein bisschen schräg, das heißt, er nutzt seine Hufe ein bisschen schräg ab. Also die Frage oder immer das Neuentscheiden auch, was für ein Hufbeschlag. Ne? Also einerseits ist ein Beschlag auch dazu da, zu starken, also übermäßigen Abrieb eigentlich zu vermeiden. Das heißt, wenn das Pferd geritten wird, mehr gearbeitet wird, ins Gelände geht und so weiter, kann es einfach sein, dass die Sohle dann zu dünn wird, dass es unangenehm wäre. Aber auch, das immer neu zu entscheiden, was macht das Pferd gerade, wie ist der körperliche Zustand, der hatte noch eine Sehnenproblematik, das heißt wirklich eine Beeinträchtigung, das heißt, er konnte gar nicht normal laufen, hatte auch Pause und das zeigt sich dann immer auch gerade ein bisschen im Muskelabbau, beziehungsweise auch, dass die Muskeln, die letzten Endes auch Gelenke stabilisieren, natürlich ein bisschen abgebaut haben, die Kraft fehlt. Und je mehr wir ihn wieder aufbauen können, also wirklich eine muskuläre Stabilisierung stattfindet, desto eher können wir auch wieder entscheiden, immer mit dem Fachmann auch zusammen, ist eine Möglichkeit, das Pferd wieder anders hinzustellen, kann der Spezialbeschlag weggelassen werden, also kann das Pferd sich mehr und mehr selber eigentlich auch über die körperliche Stabilisierung, die im Wesentlichen auch über die Muskulatur passiert, tragen.